Moinsen und willkommen zurück bei einer neuen Folge Star Trek Voyager Elite Force. Wir sind hier auf dem Borg-Kubus unterwegs und müssen zwei Sachen machen. Erstens das Isodesium wieder besorgen, was uns die Borg geklaut haben. Und zweitens Lieutenant Foster retten, der von dem Borg ebenfalls entführt wurde. Natürlich zwei wichtige Aufgaben sehen, der ist ja... Der Kubus ist ja ganz schön beschädigt. Hallo, steh mal nicht im Weg rum, Junge. Die tun uns hier noch nichts, wie es aussieht, oder? Die sind all damit beschäftigt, das ganze wow. Zeug zu reparieren. Dieser Ort ist riesig. Ja, das ist ein Borg, der ist alles riesig. Vorsicht! Was tun Sie? Sir, er kommt direkt auf uns zu. Soll ich ihn abwehren? Ach, ihr wisst doch, wenn ein Borg auf dich zukommt, nimmst du die Waffe runter. Dann passiert nichts. Warum haben die eigentlich nicht im Weg rumstehen, Junge? Sonst wird er noch böser. Außerdem, warum benutzen die ihre... Sag mal, hast du einen Schuss an der Waffe? Einfach den Borg rumzuschubsen. Ich weiß nicht, Leute. Genau, warum benutzen die ihre dämlichen Facegewehre und nicht einen U-Mod? Ein Hochsicherheitskraftfeld. Ich werde versuchen, es auszuschalten. Mach mal, Seven. Dieses Terminal funktioniert nicht. Chang, zerstören Sie diesen Generator. Oh ja. Ich glaube, das werden die Borg sehr, sehr mögen. Wenn wir hier einfach irgendwelche Zeug in die Luft sprengen. Vorsicht! Oh ja. Wir haben Gesellschaft. Sie schießen! Die Borg haben sich angepasst, auf U-Mod umstellen. Du warst frech. Seit wann können die Borg schießen? Anscheinend sind sie schon eine Weile vom Kollektiv isoliert. Sie müssen sich angepasst haben. Großartig. Na sowas. In Deckung! Muss mal hier. Hey, den kennen wir doch. Das ist Foster. Wir müssen ihn retten. Ich kann keinerlei Kontrollen oder Energiequellen für dieses Kraftfeld entdecken. Ich denke, wir sollten keine unnötigen Risiken eingehen. Unnötig? Monroe, wir können ihn nicht einfach so zurücklassen. Unser oberstes Ziel ist von höchster Bedeutung. Wir dürfen unsere Mission nicht in Gefahr bringen. Die Borg halten uns mittlerweile für feindlich gesonnen und Lieutenant Foster kann höchstwahrscheinlich nicht mehr geholfen werden. Ich hab's auch wieder zurückgewandelt, Mädel. Das ist Ihre Chance, die richtige Entscheidung zu treffen. Sagen Sie mir, dass wir Foster retten werden. Ja, mach mal. Hier drüben! Monroe, bitte, tun Sie etwas! Gehen Sie, Monroe. Okay. Mal gucken. Komm, Foster. Der ist Geschichte. Warte, noch einer. Schnell, Sie sind fast fertig. Okay. Monroe! Monroe an Voyager, ich habe Foster gefunden. Juhu. Beamt ihn rüber. Gute Arbeit, Fenrich. Wir beamen ihn direkt auf die Krankenstation. So, das hat ja ganz gut geklappt, oder? Mal gucken. Na, Seven, was sagst du jetzt? Sie hatten recht, Fenrich. Gute Arbeit. Sie haben das Richtige getan. Wir müssen unsere Mission weiterführen und das Isodesium zurückholen. Na, hört auf euren Fenrich. Oh ne, hier ist mir hergekommen. Oh, falsche Richtung. Upsi. Die stehen alle im Weg rum, ey. Ist unglaublich. Inkompetenz ohne Ende. Da ist gar nichts. Gibt's schon mal Energiezelle, die brauchen wir aber nicht. Hey. Gut, ich bin dagegen. Immun, nehmen wir erstmal die Waffe. Auch nicht so gut effektiv, ist die
sich dagegen angepasst haben. Okay, dann nehmen wir uns mal hier den Kristall. Lohnt sich ja gerade. Und mach ein totaler Knotenblatt. Dann können die mich hier mal alle. Denn ohne Energie macht ein Borg nicht viel. So. Gibt's hier noch was? Ne. Gut, gehen wir weiter. Gibt's noch ein Energie-Terminal? Was war das? Sie wachen auf. Mal alle platt hier. Schönes Schießbuden schießen. Hey, in Deckung! Kommt da noch mehr? Nee. Speichern wir mal lieber. Oh, die kommen von da drüben. Careful. Achtung! In Deckung! Geben Sie mir Deckung! Nelson ist verletzt! Nelson! Nelson ist verletzt! Nelson! Oh, das war auch nicht so gesund, ja. Er ist tot, Monroe. Ich werde seinen Körper zurück auf die Krankenstation beamen. Ne. Aber nicht meine Schuld jetzt. Die stehen immer im Weg rum, es ist unglaublich. Ist Seven, du hast so einen hübschen Hintern, aber den brauche ich nicht, wenn ich hier mit einer Waffe rumfuchtel. In Deckung! Ah! Passen Sie auf! Da rennen wir noch ins Schussfeld, Mädel. Das Kraftfeld ist abgeschaltet. Meine Güte. Alex, langsamer! Backnasen, ey. Bleiben Sie hier und halten Sie nach weiteren Borg-Ausschau. Fenrich Monroe und ich gehen voraus. Sir? Aye, Sir. Was jetzt? Lebensenergie-Terminal. Waffenenergie. Das heißt, glaube ich, nichts Gutes, wenn hier so viele Terminals sind. Ich speichere lieber mal. Es wird etwas dauern, dieses Kraftfeld umzuleiten. Oh, oh. Borgs nicht. Es sind zu viele. In Deckung! Wie viele sind es? Das sind schon mal drei weniger. In Deckung! Seven, mach mal hin. Wir können sie nicht aufhalten. Hören Sie auf zu schießen, ich bin es! Lassen Sie auf! Mit uns! Unten bleiben! Das ist das einzige Mistige bei dem Spiel. Geben Sie mir Deckung! Dass die wir immer vor der Flinte laufen. Unten bleiben! Geben Sie mir Deckung! Kannst du machen, was du willst? Unten bleiben! Typen rennt ja immer vorlauf. Geben Sie mir Deckung! Unten bleiben! Hinter Ihnen! In Deckung! Wie viel ist denn? Schon wieder! Ich hab fast Platz geschossen! Ich bin okay! Feuer einstellen! Oh, dieser Idiot! Austin, hier drüben! Wie viele sind es? Ich glaube, dass du aufhalten musst. Geben Sie mir Deckung! Nur einen Moment. Ja, aber hoffentlich hier kurz noch. Passen Sie auf! In Deckung! Wahnsinn, das wäre sehr schön, wenn ich das verspitze. Das Kraftfeld ist abgeschaltet. Gehen wir. Gibt's noch Energie für uns? Nein. Hoffentlich finden wir noch welche. Neuer Bereich. Information. Schubdidu. Ja, sehr schön. Ja gut. Hier ist wieder ein Kraftfeld aktiv. Oh. Wohin nun? Das macht keinen Unterschied. Wieso ist hier Blut? Finde ich aber gar nicht lustig. Unten bleiben! Hinter ihm! Schieß doch mal, Junge, lass mich assimilieren, ey! Da ist noch einer! Die rumbrüllen! Nur wegen ein paar Borg! Hier was? Nee. Hier kommen wir her. Ja, hier lang. Wie
Wieso ist hier so viel Blut? Nein, ich werde nicht assimiliert, Junge. Nein, gibt's noch Waffenenergie? Ah, hinter ihnen! Hinter ihnen! Komm mal weg hier! Überprüfen Sie Ihre Waffen und Ausrüstung auf Schäden. Ich würde eher mich selber auf Schäden gutachten. Da ist ja noch mehr. Unten bleiben. In Deckung. In Deckung. In Deckung. Passen Sie auf. Die Waffen fertig hier. Feuer einstellen. Güte. Passen Sie auf. Unten bleiben. Passen Sie auf. Hier ist ein Weg. Lassen Sie auf! Geben Sie mir Deckung! Ich gehe hier runter. Vielleicht ist hier irgendwo ein Verteilerknoten, den ich ausschalten kann. Oh ja. Wie viele sind es? Ich würde mich mal wieder über Waffenenergie freuen. Hier, kauf von Lebensenergie. Nehme ich noch mit. So. Geh doch mal aus dem Weg, ey. Irre. Passen Sie auf. Ich fühle hier auf. Wie viele sind es? Da ist noch einer. Passen Sie auf. Was war denn das? Passen Sie auf. Wie die hier lacht. Unglaublich. Ja, bleib doch halt oben. Was ist die bescheuert? Warum hab ich so ein Team? Und das sollen die Besten der Besten sein. Ach du Kacke. Passen Sie auf! Unten bleiben! Unten bleiben! Unten bleiben! In Deckung! In Deckung! Unten bleiben! Hinter ihnen! Resistance is huge. Feuer einstellen! Er sagt, das ist eine Burg und nicht mir. Kommt jetzt mal her! Ich hab's wieder rumjammert, wenn er diesen Lift runterfällt. Schrecklich, ey. Falsche Pappnasen! Unten bleiben! Da ist noch einer! Unten bleiben! Was gibt es, Seven? Die primäre Subverarbeitungsmatrix. Was geschieht hier? Ich sollte in der Lage sein, wertvolle Informationen aus dem Speicherkern herunterzuladen. Ich werde versuchen, die genaue Position des Isodesiums auszumachen. Sonderbar. Der Speicherkern ist fragmentiert. Bestimmte Daten sind abgeschirmt. Das ist nicht typisch für die Borg. Alle Informationen werden sonst von ihnen allen geteilt. Diese Borg sind wirklich ungewöhnlich. Faszinierend. Was? Ich habe noch weitere Informationen über die Forge gefunden. Dieser Würfel enthielt eine Sonde ähnlich der, auf die die Voyager gestoßen ist. Sie werden von der Forge geschickt. Alle Schiffe, die über ausreichende Technologie verfügen, um sie zu zerstören, werden durch die ausgelöste Explosion hierhin transportiert. Sobald dieser Würfel hier war, wurde er von einem Schiff, das von der Forge geschickt war, angegriffen. Scavenger nennen sie Harvester. Sie nahmen die gefangenen Schiffe auseinander und brachten Besatzung und Teile zurück zur Forge. Sie haben Tausende von Drohnen gewaltsam entführt und fast ein Viertel des Schiffes entfernt, bevor sie vertrieben wurden. Der Resistenzquotient der Harvester ist sehr hoch. Eine Spezies, vor der sogar die Borg Angst haben? Wir haben nicht vor, hier lange genug zu bleiben, um ihre Bekanntschaft zu machen. Seven, irgendwelche Informationen über das Isodesium? Nur einen Augenblick. Anfrage. Ja, drei Ebenen weiter unten.
Quartier Umgebungskontrollkammer 9 Alpha. Da ist mehr, aber ich habe keinen Zugang. Der Speicher ist fragmentiert. Das wird reichen. Setzen wir uns in Bewegung. Seven? Seven! Es tut mir leid, ich war abgelenkt. Hat von der Portosammlung vom Borg-Kubus gesucht. In Ordnung. Okay, legen wir los, Leute. So, na toll. Ist hier irgendwas? Was ist hier? Ein Plasmafilter. Na ja. Problem. Ich habe keine Energie mehr für die Waffe. Ah, da gibt's welche. Gut, ich speichern. Aber was wir dann hier in dieser Kammer finden, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und schaltet doch dann wieder ein. Bis dahin, haut doch rein. Ciao.